So, jawohl. Moment. Die jetzt müssen wir schnell. Peter Bretscher, was ist das? Ja, das ist ein Göppel, das ist eigentlich eine tierische Antriebsmaschine. Und zwar, wo eine langsame, gerade Bewegung in eine sehr schnelle Rotationsbewegung umsetzt, um Maschinen anzutreiben. Und wo haben wir das gebraucht? Also jetzt in der Landwirtschaft ist der erste Zweck die Dreschmaschine gewesen. Es hat es natürlich viel, viel früher noch gegeben. Es ist eine Technik, die in die Antike zurückgeht. Also man hat das dort schon gekannt. Und im Mittelalter hat man sie in den Bergwerken gebraucht, zum Fördern oder zum Belüften oder Wasserpumpen. Wie ist das Teil zu dir ins Schaudepot St. Katharinental gekommen? Gut, das Göppelwerk selber, das hat schon mein Vorgänger gefunden. Es war aber nicht komplett gewesen. Und dann, oh Wunder, ich habe noch die fehlenden Teile später gefunden und dann haben wir ihn komplettieren und es hat gepasst. Das war etwa das gleiche Modell gewesen. Und wann war das in Betrieb gewesen? Bis wann etwa? Die Göppel waren sehr verbreitet gewesen, bevor es Elektromotoren gegeben hat. Also aufgekommen sind die ersten bei uns jetzt, oder auf dem Land, nicht in Fabriken. Auf dem Land etwa 1850, 60. Fabriken haben schon 50 Jahre früher gehabt, zum Teil, wenn sie die Wasserräder ersetzen, wenn es kein Wasser gehabt hat, nicht, haben sie Ochsenart eingespannt, dass die Maschinen in der Textilindustrie laufen. Und eben die letzten, oder ich würde sagen, wo die Elektromotoren aufgekommen sind, so 1910, 15, 20 Folgen, die haben die abgelöst. Aber die letzten sind wahrscheinlich bis in die 50er Jahre gelaufen. So. Und das ist jetzt ein Exemplar, das für die Nachwelt gerettet worden ist? Das ist ja so.